Tausende haben sich in Wien versammelt, um gegen den FPÖ-Akademikerball der Burschenschaften zu protestieren. Denn ein regelrechter brauner Sumpf rund um Nazi-Liederbücher und FPÖ-Politiker beschäftigt mittlerweile sogar die Justiz. Gegen 4 Personen wird ermittelt. Sie sollen für Liedpassagen wie »Gibt Gas, wir schaffen die 7. Million« verantwortlich sein. Eine klare Verspottung des Holocaust, bei dem 6 Millionen Juden ihren Tod fanden. Es kann nicht sein, dass solche Bücher in Burschenschafterbuden herumliegen oder eingestellt sind und dass daraus noch zitiert wird oder daraus sogar gesungen wird. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niederösterreich bekommt FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer mehr Aufmerksamkeit, als ihm lieb ist. Der ehemalige Vizechef der verantwortlichen Burschenschaft Germania musste sich im Fernsehen rechtfertigen. Seit meiner Mitgliedschaft in der Verbindung waren diese Passagen nicht enthalten und selbstverständlich haben wir derartiges auch nie gesungen. Als Reaktion auf den Skandal will FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei den Burschenschaften durchgreifen und das Thema selbst am umstrittenen Akademikerball adressieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat unterdessen Landbauer scharf kritisiert. Seine Erklärungen seien fadenscheinig. Es ist absolut inakzeptabel, dass das niemand merkt, dass da so ein Buch herumliegt, selbst wenn es nicht gesungen wird jeden Tag. Grund für Proteste wird es in Österreich auch weiterhin geben. Zuletzt wurde ein Mann von der Polizei ausgeforscht, der gegen einen Oberrabbiner Nazi-Parolen gerufen hatte, und zwar nahe eines ehemaligen Konzentrationslagers.